Wärzepumpe in Brandenburg, ein Industriepark mit langer Geschichte. Sein heutiges industrielles Standbein wurde in den 1930er Jahren mit dem Beginn der Braunkohlenförderung gelegt. Mit der Grundsteinlegung für das spätere VEB-Gaskombinat 1955 begann der massive Eingriff in die Umwelt. Eine Vergangenheit, die Spuren hinterlassen hat. Das Gaskombinat bestand aus mehreren vernetzten Gaswerken, Kokereien und Brikettfabriken, durch die eine erhebliche Verunreinigung ausging. Grundwasser und Boden sind durch monoaromatische Kohlenwasserstoffe, Mineralölkohlenwasserstoffe, Phenole und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe schwer belastet. Im Auftrag der LMBV erfolgt jetzt eine Bodensanierung auf einer Fläche von 48.000 Quadratmetern, um den Schadstoffeintrag in das Grundwasser zu reduzieren. Die Aufteilung des zu reinigenden Bodens erfolgte nach vorheriger Bauplanung in vorbestimmten Abschnitten. Nach einem Voraushub wird der kontaminierte Boden aus insgesamt 147 Einzelspundwandkästen bis in eine Tiefe von 14 Metern ausgetauscht. Dabei handelt es sich insgesamt um 6 Bauabschnitte. Herr Holm-Uhlig, Projektleiter bei Bauer Resources GmbH, erklärt uns die erste Phase. In der ersten Phase wird der jeweilige Bauabschnitt mit sogenannten Primärspundwänden eingekapselt. Die Spundwände reichen bis in 20 Meter Tiefe. Danach wird der Bauabschnitt von Restfundamenten befreit und ein Voraushub bis 4,5 Meter Tiefe ausgeführt. Danach wird die Spundwand rückverankert und bei 4,5 Meter wird eine Arbeitsebene für einen weiteren Bodenaustausch vorbereitet. Von der Arbeitsebene werden Spundwandkästen hergestellt. Spundwandkästen mit den Abmessungen 10 x 11 Meter. Ohne Atemschutzmasken mit externer Sauerstoffversorgung und entsprechender Schutzkleidung darf die Montage des hydraulischen Gurtes innerhalb der Einzelspundwandkästen nicht ausgeführt werden. Nun kann die zweite Phase angegangen werden. Die Spundwandkästen werden mittels einem speziell für das Projekt projektierten Hydraulikgurt ausgesteift. Mit einem Spezialbagger bis in die Endtiefe von 14,5 Meter ab Geländeoberkante, also von Arbeitsebene ca. 10 Meter, ausgehoben. Der Teleskoparmbagger hat eine Grabtiefe von bis zu 20 Metern. Der ausgehobene, kontaminierte Boden wird nun mit verschließbaren LKWs abtransportiert und zur Reinigung in die nahegelegene, extra dafür errichtete Anlage verbracht. Diese sogenannte vakuumthermische Reinigungsanlage filtert alle Stoffe aus den kontaminierten Böden zuverlässig heraus. Der so gereinigte Boden kann zusammen mit unbelasteten Erdmengen des Voraushubs wieder zur Verfüllung der Bauabschnitte genutzt werden. Während dieser Sanierungsmaßnahme werden bis zum planmäßigen Ende 2022 über 286.000 Tonnen Erdreich und Bauschutt bewegt und gereinigt. Anschließend können die gereinigten Flächen wieder für Industrie und Gewerbe genutzt werden. Das Team um Projektleiter Holm-Uhlig arbeitet zielstrebig an diesen großen Herausforderungen, um die Arbeiten planmäßig zum Abschluss zu bringen.